Hey Freunde, was geht? Euer Wizard am Start und heute machen wir was ganz Geiles. Und zwar hier, falsche Richtung. Mein Patronus. Heute findet man mein Patronus heraus. Ganz easy machen wir das jetzt. Ganz easy. Patronus is a kind of positive force of protection of the very things that the Dementor feeds up hope and happiness, the desire to survive, Remus Lupin. Alles klar. Ich glitzere, ich glitzere. Glitzer. Begin. Okay, relax, think of your happiest memory. Ich hab keine happiest memory. Ah! Okay. Einfach cool bleiben. Ah, oh, fuck, jetzt hab ich schon verdrückt. Okay, scheiß drauf. Schein passt schon. Ich schein nämlich immer. Immer. Blut. Knochen sind auch cool, aber Blut ist Blut, ne? Ohne den können wir nicht leben. Ist halt klar. Ist klar. Earthwood Stone. Das ist schwierig. Earth, nimm mal Earth. Bin ja ein Steinbock, ein Capricorn, wisst ihr, wie es läuft, und das ist ein Erdzeichen, also nimm mal Earth. Da entwickelt sich schon was. What was that? Your Patronus is trying to form, don't give up. Okay. Silence, speak, auf jeden Fall speak. One more question, should do it. Wirklich, so schnell geht das. So schnell geht das also. Listen, watch, touch. Listen, watch, touch. Berühren ist immer gut. Touch it! Stay calm, go with your first instinct and try again. Comfort, advice, impressed. Sorry, aber ich kann die englischen Wörter gerade nicht. Das ist jetzt ein bisschen tricky, man. Let's take a moment and start again. Geht der Schein, glaube ich. Schein. Warum muss ich das jetzt noch einmal machen? Ich suche meinen Patronus. Bla. Warum muss ich es jetzt noch einmal machen? Ich verstehe das nicht. Muss ich gar nicht da wählen? Earth. I saw hand of Taylor, was it a wing? Ich weiß nicht, ob es ein Wing war, verdammte. Speak. Wissen wir ja schon alles. Prepare to meet the Patronus. Okay, prepare mich. Impress hört sich gut an. Ich kenne gerade das deutsche Wort nicht dafür. Humans can be harder to produce. You need another question. Unusual Patronus, also. Ich bin unusual. Awake, auf jeden Fall awake. Muss man gar nicht nachdenken da. Intuition. Bist du jetzt da, mein Freund, lieber Patronus? Was bist du? Click, drag and release for your Patronus. Okay. Click and drag. Mit dieser Steinbock ist es. Hier ist ein Oryx. Ein Oryx. Oryx. So. Komm, wo ist Englisch? Digga, ich muss das jetzt wissen. Wo ist Englisch? Okay, das
Das ist mein Patronus, der schaut mega cute aus. Aber ich habe echt null Plan, was das für Oryx Antilopen. Die Oryx Antilopen sind eine Gattung aus der Unterfamilie der Pferdeböcke. Die Arten dieser Gattung verteilt sich ursprünglich über alle trockenen und halbtrockenen Gebiete Afrikas. Ja, cool, aber. Aber yo, das. Schaut eh aus wie ein Steinbock, also passt das schon. Mega nice. You want. Wollen wir noch eins machen? Ganz ehrlich, wollen wir noch eins machen? Your favorite spells? Ich weiß nicht. Oder heben wir sich das auf? Choose and share. Your wand. Was? Ich glaube, das ist der Zauberstab, komm, den. Machen wir den noch? Machen wir den noch? Nein, ich schau mir das mal an. Okay, liebe Freunde, nächstes Mal gibt's welchen Sch. Entschuldigung. Gespuckt. Auf jeden Fall, das war's fürs Erste. Nächstes Mal gibt's den Zauberstab. Mein Zauberstab, den kaufe ich mir dann noch, den der auserwählt ist. Auf jeden Fall, das war's mit eurem Wizard heute. Hier sieht man noch einmal, was ich bin. Ich bin ein Oryx. Hört sich geil an. Liebe geht raus und Peace out. Ciao.